Willkommen zurück bei Assassin's Creed und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Spannend. Naja, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum die Maus sich verabschiedet hat. Und zwar aus irgendeinem Grund. Oh, schaut mal, ich habe was vergessen. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja nicht, ob es am Patch vom Spiel lag oder vom Update der Grafikkarte. Das ist ja immer so eine Sache. Auf jeden Fall hatte ich das vom Vollbildmodus in den randlosen Modus umgestellt und deswegen ist die Maus immer abgehauen. Ja, auf die Idee hätte ich auch vorher kommen können. Na gut, jetzt sollte so ein Blödsinn wie im letzten Part allerdings nicht mehr passieren. Wir gehen jetzt dahin, dann gehen wir dahin und dann zur Mission. Ist doch ein Plan und dazu muss ich nach da hinten, deswegen springe ich hier jetzt auch nicht runter. So. Und. Gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay. Hier liegt ein Toter. Ah ja. Schatzkarte. Den hat's ganz schön erwischt, würde ich mal sagen. Dann gehen wir jetzt auf die Insel. Da ist er ja. Hopp. Dahin. Passt. Jawohl, passt. Wunderbar. So. Ich bin mal gespannt, was bei der Mission, wie es da weitergeht. Unheilvoll. Na, sowas mal wieder. Na gut. Schauen. Ist da oben im Baum. Wo genau bist du? Von hier kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Da, Treffer. Gut. Das Land kann wieder aufatmen. Wunderbar. So. Wie sieht's denn hier aus? Zwei Schätze und ein Artefakt. Das Artefakt ist hier und die beiden Schätze sind hier. Ja, gut, da müssen wir eh hin. Dann, ja. Auf geht's. Okay. Wir haben gerade irgendwie ganz viele Missionen. So, den hatte ich, genau, habe ich voll. Dann machen wir jetzt einfach hier weiter. Da. West, was haben wir denn gerade alles? Im Nebel. Okay. In, ja, das ist klar. Bin und besiege die verbliebenen Drängen. Die finden wir sowieso. Wenn wir hier alles abgehen, werden wir die auch finden. Also. Da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Das wird schon
wird schon alles irgendwie funktionieren. So, gleich. Okay, ich glaube, ich gehe direkt mal zur Treppe, weil wenn mir das schon hier als jetzt schon unter uns angezeigt wird. Gucken wir mal. Er ist auf jeden Fall unter uns, okay. Müssen wir jetzt mal die Treppe finden, oder besser gesagt den Höhleneingang. Also hier ist ein Buhu. Ich wollte auch den Raben nicht. Das ist Turin. Das ist Turin. In einem der Häuser versteckt sich dieser Fluchstein. Ach ja. Okay, muss ich tauchen? Nee, auch nicht, ja? Da geht's. Ah, wo führt die hin? Hier geht's rein. Erstmal schön Spinnennetz mitnehmen, jawoll. Sorry. Bei Lokis Eiern. Tut mir leid, Herr Bär. Jetzt, okay, das Buch ist irgendwo. Dieser Ort wird gut bewacht. Schauen wir mal, wie gut. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Das ist jetzt nicht. Ach so. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, das ist doch jetzt. Was hat das alles zu bedeuten? Hier liegt einfach das Buch. Irischer Wolfshund? Was? Können wir jetzt einen irischen... Rufe einen irischen Wolfshund, der dich wie ein guter Hund gegen alle Angreifer verteidigt? Wo ist der Unterschied zum Wolf? Hetze dein Wolf... Ach so. Der kommt mal auf... Jetzt haben wir hier Hund und Wolf. Welch Unglück ist dir widerfahren? Ein Segen, du bist keiner von denen. Keiner von wem? Den Dennern. Sie sind anders als alle Droiden, die ich kenne. Sie ergriffen mich und meine Gefährten. Wir hatten uns im Nebel verirrt und meine Gefährten sind tot. Bitte beruhige dich. Die Hochdroidin, sie nennt sich Fluchstein, opferte sie Stück für Stück, verstehst du? Erst eine Hand, dann ein Bein,
Flieh, solange noch alles an dir dran ist. Doch zuerst sag mir, was dieser Fluchstein plant. Sie zerrte den guten Finden zu irgendeinem Ritual. Der arme Mann. Ich mag mir nicht vorstellen, was aus ihm wurde. Rette dich. Das werde ich. Ich will nur fort von hier. Möge Thors Glück im Holz sein. Eieiei. So. Ich hatte gar keine Quest aktiviert. Oh, hier haben wir noch was. Nachricht an Druiden. Druiden der Danu. Die Stunde des Rituals steht bevor. Alle Bemühungen sollen auf seinen Erfolg gerichtet werden. Wir haben reichlich Gaben, um den Fluchstein unserer höchsten Druiden zu erfreuen. Ja. Ein schäbiges Opfer. Daraus werden sie keine Zeichen lesen. Okay, da ist auch noch was. Notiz vom Fluchstein. Ich bin aufgebrochen, um das Ritual vorzubereiten. Mein Puka ist wie immer bei mir. Überschwemmt das Land im Nebel. Mein Puka wird daraus Stärke ziehen, um die Gestalt zu ändern. Puka? Was soll das denn sein? Ein Opferritual und irgendwas über einen Puka. Nicht viel, aber Kira weiß vielleicht, was das heißt. Ah, jetzt sollen wir zu Kira. Aber erstmal... Ist hier was drin? Nö. Ah, hier steht noch eine Truhe. Irgendwie ein bisschen weiter oben die anderen zwei. Wie komme ich denn da hin? Hierher? Oh ja, das sieht doch gut aus. Oh oh. Hier schon alles wieder. Ah! Tschüss! Wir sind auf der richtigen Höhe. Kira sagte, wir treffen uns südlich vor dem Dorf. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Das wird wohl nichts. Ich wollte fliegen zu den Riesenden. Ach, ich bin Blostmann. Blostmann nicht fliegen. Na, ist das dein Haus oder was? Jo. Ist liebenswert. Okay, mal nochmal gucken, wie ich in das Haus reinkomme. Kommt der her, dann können wir. Ne, wir haben. Ja, warte mal, ich glaube, ich kann hier durchschießen, ne? Ja. Bei mir ist nichts. Ich hätte auch einfach durch das Fenster gehen können. So, dann haben wir hier alles. Bis auf das hier und das holen wir uns dann auch noch. Da sollen wir jetzt also hin. Gott verfluche dich!
Ich wollte gerade sagen, dazu musst du uns aber erstmal finden. Eivor. Hi. Ist Barret Flans Zorn entkommen? Das ist er, zu seiner Erleichterung. Die Krieger erholen sich auch. Was hast du erfahren? Der Fluchstein wird ein Opferritual durchführen. Opfer? Oh je, dann gehört der Fluchstein den Hochdruiden an. Das hörte ich auch. Aber welchen Unterschied macht das? Sie hat große Macht. Sie wird von ihren Gefolgsleuten beschützt. Nicht nur von denen. Ich habe auch erfahren, dass der Ritus beschützt wird von einem... Was war das? Ein Puka? Ein Puka? Das wird gefährlich. Aber wir haben keine Wahl. Das Ritual wird sicherlich in Kernach abgehalten. Wir müssen dort nachsehen. Was ist ein Puka? Eine Art Tier? Eine Art Tier? Ich erkläre es dir unterwegs. Komm. Oh, okay. Du wolltest erklären, was ein Puka ist. Ach ja. Das waren einst wunderbare Wesen. Sie konnten die Gestalt jedes Tieres annehmen. Ah. Nun sind sie gefährlich. Ist das ein Scherz? Habt ihr keine solchen Wesen in Nordwege? Es gibt Fenrir, einen Wolf unter Göttern. Aber er ist die Ausnahme. Nun, Puki sind recht häufig in Irland. Pukai, Opferrituale. Ist das deine Welt? Die Kinder der Danu folgen einem Irrweg. Wahre Heiden widersetzen sich ihnen. Flan weiß, dass unser Erbe ohne seine Unterstützung verschwinden wird. Er hat geschworen, dies nicht zuzulassen. Okay. Ich habe extra mal angehalten, weil ich das zu Ende hören wollte, bevor ich wieder in die nächste Cutscene reinrenne. Wo ist sie hin? Egal. Was siehst du, alte Freundin? Tagebucheintrag, Wahnsinn. Ich atme den Nebel ein, den feinen, süßen Nebel. Er erfüllt mich mit Freude und Schrecken, und die Würmer in meinem Hirn winden sich im Todeskampf. Ah, ich heiße den Tod willkommen. Würmer, hier kommt nun euer Mahl. Oha. Dort. Spuren. Oh oh. Ein Puka! Folge ihm! Ach, da ist er wieder. Sieht nach einem Wolf aus. Weil der Puka gerade die Gestalt eines Wolfes angenommen hat. Sag mal. Der lockt uns doch in eine Falle. Das, also, sonst wird er doch nicht immer auf uns warten. Warte mal, ich konnte hier irgendwas fokussieren. Den nehmen wir? Nö, okay. Der lockt uns doch sowas von in den Nebel dringt in meinen Kopf. In meinen auch. Wolf gesprochen?
Okay. Was in den neuen Welten war das für ein Untier? Still! Das Ritual hat begonnen. Hier. Ach komm, wir platzen einfach rein. Ich darf hier nicht erwischt werden. Sorry. Sie wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Wir wagen es. Aua! Das geht mir dann auf die Nerven. Au! So. Du. Du hast uns verraten. Ich verfluche dich mit der Macht des Nachthimmels. Deine Flüche sind bedeutungslos. Du zogst dich zurück, als wir deiner schrecklichen Kraft am dringendsten bedurften. Und nun... Der Fluchstein ist tot. Sie hat dich des Verrats an den Kindern der Danu bezichtigt. Ich war einst eine von ihnen. Wie kann das sein? Yidra warnte mich vor ihnen. Doch damals schien es die einzige Hoffnung. Du kanntest diese Leute. Warum hast du mir nicht den Weg zum Zaunkönig gewiesen? Sie wollten mich nur benutzen. Misstrauisch und geheimniskrämerisch. Ich wusste weder ihre Namen noch sonst etwas über sie. Ein Tal von großer Schönheit liegt auf unserem Weg. Suche mich dort auf und ich gestehe dir meine Fehler. Ich würde gerne mal wissen, wer das jetzt ist. Zieh doch mal die Maske runter. Tut er aber nicht. Okay. Dahin? Oh, wir gehen erstmal dahin. Dann haben wir nämlich alles. Auf geht's.
Was, keine Feinde mehr? Oh, hier steht noch eine Truhe. Und ein Opal. Meine Güte, was liegen hier denn für Opale rum? Hier ist irgendwer gestorben. Ah, irgendwo da oben, naja. So. Interessante Wesen, diese Puka. Komm, Fleischsack! Ach komm, keine Lust jetzt zu schwimmen. Wir machen mal kurz einen Bogen hier. Da. Hat er uns Fleischsack genannt? Okay. Ah, scheint unter uns zu sein. Das heißt, wir suchen direkt wieder den Höhlen. Wow. Den Höhleneingang auf. Nee, suchen wir nicht, weil der ist noch viel zu nah. Der Höhleneingang wäre hier. Warte mal, ich muss hier raus. Hier muss ich wieder raus. Hier bin ich falsch. Ja! Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Wo bin ich denn? Ah, ich bin wieder bei der Stadt. Na sowas. Ja. So. Ach, jetzt aber. Oh, ist ein Wolf. Hallo, was? Aua! Gehen gerade irgendwie die Pfeile aus. Au! Aha, so einer ist es. Erst ein Umrennen und dann stiften gehen, oder wie? Okay. So, mal schauen, was wir hier jetzt noch. Okay. Noch ein Opal. Was war das denn? Ja, hau ja ab. Okay, das kann ich jetzt nicht lesen, weil wir noch unter Beschuss stehen. Geduld. Ich hab keine Pfeile mehr. Du entkommst nicht! Huh? Bezahlst du?
nichts werde ich bezahlen. So. Okay, das ist doch ein guter Moment, um den Part zu beenden. Beim nächsten Mal machen wir dann hier mit der Story weiter. Mal schauen, was sie uns so zu erzählen hat. Ich hoffe, ihr seid dabei. Erstmal bis dahin und ciao.